Hallo liebe Naturfreunde, heute zeigen wir euch ein kurzes, einfaches und schnelles Resteessen aus Bärlauchpfannkuchen. Wir kochen momentan sehr viel mit Bärlauch, da wir uns auch mitten in der Bärlauchzeit befinden. Und immer wenn wir gefüllte Pfannkuchen machen und welche übrig bleiben, machen wir am folgenden Tag eine Suppeneinlage daraus. Dazu lassen wir einfach den Pfannkuchen trocknen, schneiden ihn in Streifen und geben dann eine Gemüse- oder Fleischbrühe dazu. Falls ihr sowas noch nie gegessen habt, das schmeckt ganz ähnlich wie eine Nudelsuppe. Und natürlich kann man auch noch weiteres Gemüse oder auch Wildkräuter in die Suppe geben. Damit das Ganze aber intensiv nach Bärlauch schmeckt, ist es naheliegend, dass wir hier auch einen frischen Bärlauch zur Suppe dazugeben. Wir schneiden einfach 4 bis 5 frische Bärlauchblätter in feine Streifen und geben diesen dann zum Schluss über die Suppe. Habt ihr sowas schon mal gegessen? Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Idee haltet, falls ihr sie noch nicht kennt. In die Videobeschreibung packe ich euch den Link zu einer Playlist mit sehr vielen Bärlauchrezepten. Und das war's auch schon wieder für heute. Wir lassen uns jetzt die Suppe schmecken. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.